Wer in Bad Füssing sich erholen will, der muss nicht immer nur ins Thermalwasser abtauchen. Der kann sich auch in puncto Radfahren durchaus fit halten. Und auch hier zeigt sich, dass die komplette touristische Infrastruktur auf die Bedürfnisse der Urlauber und Gäste zugeschnitten ist. Der Kurort wurde quasi um den Urlauber herum konstruiert und gebaut. Das ist schon einige Jährchen her, ist aber dennoch für Bad Füssing charakteristisch und damit vielleicht auch einzigartig. Und so finden alle Kategorien von Radfahrern hier und in der Umgebung ihre Strecken, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Vor allem die Routenführung und deren Ausschilderung ist kinderleicht zu verstehen und damit natürlich radfahrerfreundlich. Mit Symbolen werden die Strampler geführt. Wir haben uns für eine Strecke entlang des Inns entschieden. Nach 20 Kilometer entspannter Tour endet diese, wo sie begonnen hat. Im Ortsteil Safferstetten am Mühlbach, wo auch das gleichnamige Hotel und wo jede Menge Entspannung selbst bei diesem etwas unfreundlichen Wetter zu finden ist.